gerade komm, wir müssen einsetzen. Dann gesagt, was? Nimm den Raum mit, wir müssen einsetzen. Und dann sind wir auf das Botica gefräset und der erste Einsatz vom Ari, aber auch vom Urs Ochsenbeiss im Hund, von Gary, war das Botica. Und die alte, ehemalige Sprengstofffabrik. Heute stellen sie ja nicht kein Sprengstoff mehr her, sondern irgendein Düngemittel oder weiss was immer explodiert ist. Und dort sind wir, das gibt da übrigens ein Foto davon, wenn ich es richtig sehe. Und dort sind wir suchen, weil man nicht gewusst hat, hat noch Verschüttete, die noch leben. Und der Gary ist irgendwo Stecken auf, außen ist ein Stecken am Haus gestanden noch. Der Rest der Mauern am Boden. Und hat oben ein Überkleid gefunden von einem Arbeiter. Und er war so ganz froh, dass wir es gefunden haben. Weil sie gewusst, aha, der hat nicht geschafft, dann müssen wir den nicht suchen. Weil sie 7 oder 8 sind umgekommen in dieser Explosion. Das war also ganz eine tragische Sache. Und wie wir dazugekommen sind, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich dank dem Ochsenbein. Er war ja selber ein Journalist und hat immer den Reicher gehabt, was wo los ist. Gell? Und der zweite Einsatz war im Wegital. Der ist für mich viel, viel bewegender, noch heute, wenn ich daran denke. Weil das ist, auf der Straße ist ein Auto gestanden. Und da als Gouar. Und im Auto keine Leute mehr. Und gespässig. Dann sind wir schauen, das zweite. Und müssen mal die Hunde holen und mit den Hunden suchen. Es kann sein, dass jemand da abgeräumt worden ist. Und so war es ja auch. Aber die konnten es nicht ausgraben. 2 oder 3 waren verschüttet. Es war so hart der Schnee, der Lawinenschnee. Das war im Frühling, im März oder so etwas. Wenn da etwas runterkommt, das nasse Zeug, das wird so zusammengepackt, dass von Hand ist schon gar keine Chance. Und das bewegt mich heute noch, wenn ich daran denke. Wir konnten nicht rumlaufen, ohne uns anzubinden. Wir oben haben wir Eisenpflöcke eingeschlagen und Seile, damit wir überhaupt runterlaufen können. Die Hunde konnten schon, können, aber wir nicht können. Als der Juni war, sind dann langsam ein Arm oder irgend so etwas vorgekommen. Wir konnten gehen auslösen. Wir sind dann nicht mehr gegangen. Wir haben nur gesagt, ja, die Hunde haben am richtigen Ort angegeben. Dann sind die ausgegraben und beerdigt. Also zuerst den Angehörigen gebracht und nachher beerdigt. Wir haben, wie hat man dem gesagt, damals eine Ringleitung gehabt, mit einer speziellen Nummer. Und dann sind alle die sind dran, automatisch jetzt geläutet bei denen, wenn man das abgenommen hat und angeläutet. Dann hat es bei allen anderen auch geläutet. Wir sehen wir sie nicht, das hat nicht die Fernseher, also die Bildschirme hat es nicht gehabt. Aber wir konnten einfach nachher sagen, du musst kommen, dort und dort herren, oder? Dort ist etwas passiert. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ob ich das gemacht habe oder der Ochsenbein, keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass ich der erste Präsident von diesem Club war. Dann hat eben noch SVKA geheißen. Schweizerischer Verein für Katastrophenhunde, Ausbildung. Weil mir ist die Ausbildung ist mir eher das Wichtigste gewesen. Und darum haben wir immer Trümmerfelder gesucht, damit der Hund die Hunde lernen, auf den Trümmer laufen. Das ist gar nicht so einfach. Auf dem Trümmerfeld, weißt du, wo es Balken drin hat und dann Mauerteilen, oder? Siehst du da. So sieht das halb aus.
Und so müssen sie werken, wenn sie einen ausgraben wollen. Wobei, das sind Übungsfotos natürlich von Übungen, aber die haben wir auch möglichst. Das ist mehr mit dem Mari. Der ist ausgebildeter Sanitätshund. Und er, Sanitätshund, der oben, wo es Schnee hat, das ist nicht, bringt nicht viel, oder? Also habe ich ihn dann zum Lawinenhund ausgebildet. Und habe dann auch andere ausgebildet, Lawinenhunde. Das habe ich gerne schon ein paar gerne gemacht, Hunde ausgebildet. Das macht auch Freude, weißt du? Wenn du dir so zugelegst, wie du das machen könntest, gell? Und dann, wenn sie dann wirklich auf eine Lawinenkegel raufgoggern und selber anfangen zu suchen, das ist etwas ganz Schönes. Ja, und dass er ins Militär kam, ist, da bin ich nicht schuld. Ich war dann Hauptmann oder Oberleutnant und dann Hauptmann bei der Luftschutztruppe. Und die Luftschutztruppe hatte ja mit Trümmern zu tun, darum hatten wir Trümmerfelder zur Verfügung gehabt, oder? Und ich habe gesagt, da muss man den Hund auch ausbilden für das. Du kannst nicht eine Lawine Hund nehmen und dann auf ein Trümmerfeld schicken. Das geht nicht. Der verletzt sich, oder? Das ist auch etwas vom ganz Wichtigen, dass man die Hunde hat gelernt, langsam laufen. Weil die ja so wollen, gell? Nicht mögen warten, bis sie auf das Trümmerfeld können. Wir müssen beibringen, jetzt musst du langsam laufen. Du hast noch kein Gestell an, wo kein Halsbändel, damit sie nicht irgendwo bleiben hängen. Und Scharren war schon gut gewesen, zum Anzeigen, aber sie mussten lernen, bauen zum Anzeigen. Weil Scharren im Trümmerfeld, wo hast du denn Scharren? Ja, das Militär wollte am Anfang natürlich nichts wissen. Wir brauchen keine Katastrophen, wir haben einen Militärhund, das reicht. Es war eine Sitzung mit hohen Militär, Brigadier und Zügelgeschichten. Oder? Und dort habe ich noch Pfeife geraucht. Habe ich Pfeife ausgeklopft und gesagt, wir brauchen die Armee nicht, aber die Armee braucht vielleicht uns. Frecher sich. Aber es hat geholfen. Jetzt werden sie im Sand ausgebildet. Einfach mit Stierengring. Es hat schon Stierengring gebraucht.